Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zum weiteren Video hier auf meinem Dinkelberg-Kanal. Abonniert oder ich setze nie wieder in meinem Leben die Sonnenbrille ab. Ja, und das wollt ihr alle nicht, weil ich habe, scheiß drauf. Lass einfach eine positive Wertung. Abo da, wir gehen rein in die Reaction. Und zwar die ungewöhnlichsten Orte, an denen ihr Zyx hattet. Festival Edition. Ich war ja selber auf dem Perucaville, hab einen geilen Vlog hochgeladen, finde ich persönlich sehr, sehr nice. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Und deswegen Abfahrt. Gerne mal hier auch in die Kommentare schreiben, die ungewöhnlichsten Orte, an denen ihr Sex hattet. Zyx. Haut's mal in die Kommentare und auch gerne hier in den Chat. Würde mich mal interessieren. Ich bin Marc Eggers und ich liebe die Straßenumfragen. Was soll ich dazu sagen? Also, gemütlicher geht's ja nicht. Oder legen die schon los? Passend zum heutigen Thema. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video, wie man unschwer erkennen kann. Wir befinden uns hier gerade auf dem Perucaville Festival 2022. Perucaville. Ich frage die ganzen Festival-Leute mal hier, was war denn euer ungewöhnlichster Ort, an dem ihr Sex hattet? Festival Edition. Carsten hinter der Kamera. Mein Name ist Marc Eggers. Es geht los. Perucaville. Auf geht's. Jedes Mädchen, Real Talk, jedes Mädchen auf dem Perucaville sah so aus. Nein, Spaß. Die sahen alle genau so aus. Alle sahen so aus. Das ist so krass. War einer, ist gerade einer im Chat schon, der auch auf dem Perucaville war. Die sahen alle so aus. Ist also Festival-Outfit, aber es ist nicht schlecht. Ich finde, es ist nicht schlecht, aber das war ein bisschen eintönig. Aber im Endeffekt, Jungs sehen auch alle gleich aus. Alle eine Cap und Sonnenbrille. Beste Leben. Ich weiß gar nicht, ob das der Tag war, wo ich auch da war. Moin, Tiger. Also du hältst gut durch auf jeden Fall. Ja, dafür bin ich ja auch gemacht, glaube ich. Dafür bist du gemacht, dafür sind wir Männer gemacht. Du lässt es dir gut gehen, ne? Ja. Wippt nochmal so, wie ihr das gerade, ja? Ich habe Fragen zum Wippen. Genau, das ist der Wipperino. Hi. Na, wer bist du? Ich bin Shani, wir haben uns gestern schon gesehen. Ja? Ja. Haben wir gemacht? Hat der da gecampt? Wir haben gedacht, wir machen uns ein E hier unten hin. Und also, ihr wollt euch von mir tätowieren? Ja, Eggers wegen Eggers. Er macht ein E und er macht ein E-L. Und ich mache. Schon wieder 20 Promille. E-O. Was? Wie schnell ist deine Brille? Kann tatsächlich nicht so schnell, ne? Die ist so aus dem Penny. Ja, ja. Man muss es auch tragen. Das ist eine sehr schnelle Brille. Ne? Du kennst aber Ramsi und Toni und so. Ja, kenn ich. Ja. Cool. Kennst du die denn? Oh. Dann sind wir passend beim Thema. Ungewöhnlichster Ort, an dem du es mal hattest? Kein Kommentar. Ramsi fragen, ne? Okay. Krassester Ort, an dem du Sex hattest? Tatsächlich gestern hier. Ja? Ja. Wo war's? Beim Desert Valley irgendwo. Ne. Hier auf dem... Was? Da vorne, ne? Da ist ja der eine Container. Ja, ja, ja. Der eine Container. Kollegen auch 5 Stunden nicht gesehen gestern. Hast du 5 Stunden... Warte mal. Was? Okay, nicht das ist... Gestern. Hast du 5... Digga, okay, das ist krass. Also... Da hinten ist heftig. Muss ich ehrlich sagen. Eine Container. Kollegen auch 5 Stunden nicht gesehen gestern. Hast du 5 Stunden am Ballern? Das ist schnell, ja. Weil er Einmacher ist. Ungewöhnlichster Ort, Shani, an dem du Sex hattest? Im Wald. Wald? Ja. Unterm Baum? Ja. Nicht so ungewöhnlich, oder? Ja, geht, ne? Nicht so ungewöhnlich. Was will er denn hören, Alter? What the fuck? Ungewöhnlichere, glaube ich. Wie ist es entstanden? Bei so einem Waldspaziergang oder wie? Genau. Ja, weiß man nicht. Ist Schwanz oder Stock im Arsch dann, ne? Im Wald. Oh, weiß ich nicht. Guter Spruch da auch. Stark, da ist er schon warm. Bitte? Er sagt gerade, dass wirklich mein Bauch dicker ist in Real Life als in den Videos. Ich muss echt einziehen, ne? Ja, aber ja, bei mir ist es auch nicht viel besser. So ungewöhnlichster Ort bei dir? Swimmingpool. Swimmingpool? Ja. Was für ein Swimmingpool? Wo war das? Im Hotel? Bei mir zu Hause. Der feine Herr. Ja, aber noch von den Eltern. Also, oh, im ja. Ist Swimmingpool, ist es nice, weil unter der Dusche ist wirklich bodenlos Kacke, Alter. Ich weiß nicht, wie das ist. Pool von den Eltern mal ja, kurz. Ja. Wo waren die? Die waren im Urlaub. Ich hast nicht reingespritzt in den Pool. Ja, nee, wurde ordnungsgemäß erledigt. Ungewöhnlichster Ort, an dem du Sex hattest. Im bei dir, Krankenhaus, in der Psychiatrie. Das ist wirklich ungewöhnlich. In deinen Augen gesehen, in dir schlummert was. Du hast eine Ausstrahlung, da werd selbst ich nervös. Ich bin offen. Für?
Was passiert hier? Alles. Offen für alles bin ich auch. Das ist mal gut. Also darauf kommt es an, ne? Ob man eng ist. Bist du Single? Was passiert hier gerade? Auf den Tuning-Felgen von meinem Bruder. Ja, komplett, ne? Wir legen uns die Felgen. Ja, komplett hingelegt, komplett weggef. Bitte? Was ist hier gerade passiert? Hattest. Im bei Krankenhaus, dir? In der Psychiatrie. Ich hab in deinen Augen gesehen, in dir schlummert was. Im Krankenhaus, in der Psychiatrie, das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Im bei Krankenhaus, dir? In der Psychiatrie. Ich hab cool ist gut für das Vorspiel. In deinen Augen gesehen, in dir schlummert was. Du hast eine Ausstrahlung, da werd selbst ich nervös. Ich bin offen. Ich bin offen. Für? Alles. Offen für alles bin ich auch. Das ist mal gut. Also darauf kommt's an, ne? Ob man eng ist. Bist du Single? Nein, auf Insta. Auf den Tuning-Felgen von meinem Bruder. Ja, komplett, ne? Wir legen uns die Felgen. Ja, komplett hingelegt, komplett weggef. Bitte? So, gar kein Problem. Na, wer bist du denn? Chiara. Naja. Sag über Revi sagen. Ja, sag das über Revi. Revi, mein Junge. Wo ist Clash mit Unge? Wo ist das? Wo ist das? Wir haben hier ein Bierchen mitgebracht. Nein, für mich und für meine Schwester. Moin, Patrick. Schwester. Immer, was macht ihr jetzt hier? Wir drehen hier für YouTube. Ach, echt? Ja. So, was wollt ihr jetzt von mir wissen? Ja, ich finde das immer so geil. Manchmal laufen da auch so Muttis rum auf dem Perukaville. Das ist wirklich überragend, Alter. Fragen die Leute die ungewöhnlichsten Orte, an denen sie Sex hatten. Aha. Ja, aber das werde ich mir hier bei Ihnen natürlich nicht rausnehmen. Ich bin ja ein Mann mit Niveau und ich habe natürlich auch Respekt und Stil. Und dementsprechend wollte ich Sie nur fragen, der ungewöhnlichste Ort, an dem Sie Sex hatten. Das ist nämlich mein Schätzelein. Ich kenne deine Videos. In einem Park. In einem Park? Ja, war jetzt. Ist war nicht, ne? Exklusiv. Aber der Typ war einfach... Sonnenbrille ziehe ich gleich wieder ab. Nicht gut. Nee, war ja nicht. Ich habe das Gefühl, der Typ war einfach ein parkiger Typ. Hat er im Park sein Ding bei dir drinnen geparkt. Ja. Ah, die Sprüche, weiß ich nicht, Marc. Das ist heute aber nicht so, oder? Er wusste, wie es parken geht. Ja, er konnte gut rückwärts einparken. Vorwärts hat er es gut gemacht. Vorwärts, aber rückwärts parkst du nicht. Nee. Was passiert hier? Nee. Also ein bisschen, das ist wieder so ein etwas unangenehmeres Video von Marc. Spiegel? Jetzt wird's kompliziert auch mit. Was passiert hier? Nee, das finde ich so nice. Hier noch so geht, ne? Oh, ach, du bist auf Versuche. Nicht, ne? Mein Kameramann, Carsten, auch Single. Ja, okay, alles klar. Ah, ein Hübscher, ne? Guck ihn dir an. Sieht gut aus. Den Hässlichen haben sie vor die Kamera gestellt und der Hübsche ist hinter der Kamera. Eigentlich müssten wir tauschen. Ja, hast recht. Der ist nicht immer so. Also manchmal hat er wirklich lustige Sprüche, aber die finde ich gerade auch ein bisschen unangenehm. Nee, aber ich hoffe, du findest heute noch einen. Nee, also... Marc ist mal, also ich fand den, also das erste Video, was ich ihm gesehen habe, fand ich auch nicht so lustig, aber der hat schon echt manchmal gute Sachen, also so lustige Sachen, unterhaltsam, aber hier ist ein Schnuff zu direkt. Ich glaube, also entweder war er schon ein bisschen angeschippert oder einfach nicht so gut drauf, weil die Sprüche, die er raushaut, die zünden nicht so. Die erinnern mich irgendwie optisch ein bisschen an meine eigene Mama. Ach echt? Ja. Süß. Wobei, Sie sind auch erst 35. Wir sind ein Alter wahrscheinlich. Ja, klar. Wieder, ne? Ja, klar. Charmeur. Naja. Freundinnen? Seit 15 Jahren. 15 Jahren? Ja. Was glaubst du, ist der ungewöhnlichste Ort, wo sie mal Sex hatte? Im Feld. Feld? Maisfeld? Bei deiner Freundin? Strand. Strand? Was ein Supporter. Macher. Charmeur. Ist ein Schnuff drüber bisher, die Sprüche, oder? Ja, genau. Wie Inge Elias. Hast du nicht gesehen. Blend mich ruhig ein. Ich muss sagen, dass Elevate verlinkt ist, unten in der Infobox. Elevate ist verlinkt, unten in der Infobox. 20% auf die Summer Collection, Love Hurts. Oh, gibt kein 20%, aber trotzdem. Aber trotzdem. Schneiden wir raus. Gut, dass du... Moin, Annika. Dankeschön. Was hast du hier verloren? Ja, auch wieder so ein Fati. Ich finde es übel nice auf dem Rugerville. Ich mich auch. Das ist eine berechtigte Frage. Du siehst eher seriös aus eigentlich. Da bin ich ja auch. Ja? Ich bin der ganz Liebe hier. Ich bin der eine, von dem alle reden, der so lieb ist. Ja, ach, der bist du. Ja. Und der nachher ins Seniorenheim geht zum Schlafen. Übrigens, ich muss ganz kurz sagen, das Bier auf dem Rugerville hat nach Scheiße geschmeckt. Also, ich weiß nicht. Wir haben vorher Warsteine aus der Dose gehabt und das war ja vom Fass, glaube ich. Aber irgendwas stimmte da mit den Leitungen nicht gefühlt, Alter. Moin Jackson, das hat aber beim ersten so krass geschmeckt. Ein bisschen was gemeinsam. Beide nichts gerissen im Leben und geiern hier den 20-Jährigen hinterher. Du auch. Ungewöhnlichste Orte, an denen ihr Sex hattet. So Push, irgendwie so Wald. Push? So Park. Park, ja, super. Therme. Was glaubt ihr denn bei mir? Du hast gar nicht so viel Sex, wie du tust. Ich tue ja gar nicht so. Oh! Woms! Also, wer denkt denn, dass ich viel Sex habe? Ich glaube, das denkt keiner da draußen. Weiß ich nicht. Was denkst du? Wo hatte ich's? Auf dem Riesenrad. Auf dem Riesenrad? Auf einer Kirmes oder so. Achterbahn? Ich scheiß mir doch in die Hose bei der Achterbahn. Wie soll der denn oben hochgehen? Okay, Riesenrad Achterbahn. Oder so nicht. Harte Zeiten erfordern. Ey, du bist aber ganz schön auf Krawall gebürstet heute, ne? Willst du mir unterstellen, dass ich keine...
Jetzt haut ihr doch irgendeinen Spruch raus. Mehr bekommen, weil ich so alt bin, ne? Ja. Wenn man ich am Arsch ah, den kenne ich von TikTok. Jo, das sagt er nur. Oha. Ey, guck, jetzt was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Und werd hier angedanzt. Kann man das mal einmal mit reinschneiden? Was passiert hier? Ich will ja hier gar nicht tanzen. Nee? Der ist es nicht. Der, nee. Doch, ich bin es. Okay. Jetzt hast du die Sekunden gehabt. Moin, Silent. Ja. Ja. Endlich, oder? Bis später. Alle Farben hier am Start, einer der geilsten DJs gestern. Ah, hat der so alle Farben, ja, kenne ich. Ungewöhnlichster Ort, an dem du Sex hattest, mein Lieber. Oh, wow. Auf jeden Fall auf dem Dach so. Das ist nicht oh, schlecht, Dach ja. Ist überragend, glaube ich. Aber ich glaube... Ich habe nicht so viele ungewöhnliche Orte gehabt, aber ich glaube, Dach ist immer ganz gut. Ist gefährlich, muss man aufpassen. Nee, aber dich sieht ja keiner, aber man sieht alle. Ich weiß, aber auf... Das ist aber krass, Alter. Auf dem Dach stelle ich mir geil vor. Passen, dass du nicht runterfällst. Oder ja, sie. Das stimmt. Du hast ja recht. Hast du irgendwas Neues am Start, was wir verlinken können? Heute sind wir in Gönnerlaune. Packen wir rein. Oh, ihr seid in Gönnerlaune. Na, auf jeden Fall. Ich habe gerade... Nein. Ach, so unkorrekt. Ey, dieser Joke, der ist aber... Also, ist auch irgendwann gut, oder? Mit diesem Witz. Nicht? Ja, wir sind zwei Paradiesvögel. Ja. Aber ihr fliegt nicht gleich. Nein. Ja, aber ihr seht bezaubernd aus. Dankeschön. Hübsch seid ihr. Dankeschön. Meint ihr, ihr schafft es, den Weg dahin? Ja, ich weiß nicht. Begleitest du mich? Komm, ich begleite Moin, euch. Moin, Eisphönix. Zusammen. Gerade einen Remix rausgebracht. Gestern. Ah, den könnt, okay. Ihr, könnt ihr gerne reinnehmen. Ist unten verlinkt in der Infobox. Und ich sehe schon die Nachricht. Du hast mich nicht verlinkt, du Arsch. Nein, ich ist kein Joke. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Im Parkplatz. Wir sagen Parkplatz. Jo. Okay. Hallo. Ein Foto, hallo. Hallo. Ein Foto, hallo. Ran an die Bananen, das sagst du doch immer. Ungewöhnlichster Ort, an dem du Robin. Sex hattest? Mallorca. Man kennt es. Am Autoscooter, also hinterm Autoscooter. Hinterm Autoscooter? Ja. Nein, aber ich komme aus dem Ruhrgebiet, ne? Ja. Da ist halt eben ganz viel Kirmes. Ne? Hast du die eingeladen, sagst Mäuschen, schön mal eine Runde Autoscooter. Du bist einer, der auch rückwärts fahren kann. Doppelt drehen, dann nach hinten gucken, ich kenne das. Ich bin nicht so einer wie du, so weißt du, so der Schwieger... Muttertyp, ne? Sondern ich bin so eher der... Seriös, Schwiegermutters Liebling, Marc Eggers. Keine unangenehmen Fragen. Ich bin eher so der Montana Black, weißt du. Kennst du? Center Parks Duschkabine, kein Problem. Die riesengroßen kleinen Ferien, ne? Center Park. Ja, ja. Für groß und klein, der Spaß. Ja, sowieso. Ja. Und bei dir? Bei mir, ich hab da nicht so viel. Mich ja, stimmt. So viele... Marc hat noch gar nicht geantwortet darauf, Alter. Frauen, ich muss mal gucken. Ich mach meistens mit der Hand. Echt? Ja, ja. Ich muss immer mit der Hand. Echt? Ja. Machst du? Ja, ja. Top. Oder mit deiner. Und mit meiner. Ja. Bitte? Ich mach kurz die Abmoderation. Das war's von diesem Video. Checkt die Videobeschreibung für Let's Me Produkte aus. Lasst einen Daumen nach oben da und kommentiert, zu welchem Festival Marc als nächstes fahren soll. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Jetzt reicht's. Ihr habt genug gedreht. Genug gearbeitet. Jetzt wird gesoffen, Junge. Hallo? Let's Me Haarwachs ist original das beste Produkt. Ach, kein Problem. Das wolltest du jetzt nochmal sagen? Ja, ich habe einen Kollegen. Denkst du, die Werbung schneiden wir mit rein, deine Eigenwerbung? Ja, hoffentlich. Ein Kollege hat gar kein Haar auf dem Kopf, so Zentimeter, ne? Nimmt immer nur Eggers Haarwachs für den Geruch, ne? Mega geil. Ja, war ganz nett. Ja. Ja, war ganz nettes Video. Lasst eine positive Wertung da. Tschüss. When I popped off, then you go gave me just a